So, ihr kleinen Schinkenknocker, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Runde. Luna spielt irgendwie richtig geile Spiele und wir können jetzt in den Raum rein. Ich brauche eine Keycard. Ist das deren Ernst? Ich habe keine scheiß Keycard? Ah, oh, wo soll ich jetzt die Keycard herkriegen? No! Hä? Wo könnten die sein? Ich habe alle Regeln befolgt, aber habe keine Keycard oder was? Jetzt muss ich gucken, wo eine Keycard zu finden ist. Wahrscheinlich in einem der Räume, die jetzt mit Strom versorgt sind. Wie der hier zum Beispiel. Es muss doch irgendwo was liegen, was wichtig ist. Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich die Keycard wieder habe. Okay, das war im selben Raum. Hier ist ein Safe. Found Store Keycard. It's time, Joel. Zeit für was? Zeit, meine Freunde zu retten, du Arschbacke. Jo, dann lass mich mal hier raus. Ich hab die Keycard. Du kannst mich jetzt gehen lassen. Da. It's time for me to break out. Dankeschön. Darf ich jetzt auch wieder raus? So. Jetzt retten wir meine Freunde, Liggy. Das muss doch alles wunderbar funktionieren. Wir müssen jetzt einmal hier durch. So. Einmal bis zum Ende durchlaufen. Oh. Follow the red arrows to save your friends. Follow the red crosses to save yourself. Dunkelheit? Kann ich... hallo? How do you defend what is real this way? Ach, hier sind die selben Schilder schon wieder. Man kann es nur ganz, ganz minimal erkennen. Muss das so dunkel sein? Ich sehe nichts. Was zur Hölle? Das klang jetzt merkwürdig. Ah! Was sind wir hier? Also er hat uns gerade bekommen, scheinbar. Wir haben auch keine Taschenlampe mehr. They think I'm dead. Everyone thinks I'm dead. We try to warn people that he was sick. He was sneaky. Always one step ahead of us. We had to try and set him up. But that was the final straw. He flipped. Chris found a secret passage. We kept it to ourselves for a while and then we went to investigate, but he knew we were coming. He killed them in front of me, left them to rot in the laundry room. Vile, cruel scum. He's kept me here for months. He's wait until I'm so hungry, then feeds me human flesh. Always bringing new bodies down. I can't take it anymore. Brian Drillage. Einer der Schüler. Glaube ich. Oder war Brian jemand anderes? Nee, wir haben doch hier Philly. Mit Philip wahrscheinlich. Okay, er hat also irgendeinen Schüler hier festgehalten und hat ihn immer wieder mit Leichen gefüttert. Es speichert, Leute. Der letzte Teil des Spiels wahrscheinlich. M. Robinson, Sector 1, Security Team, Subject Joel Dent. Joel Dent will be arriving on the west side of the Reckon location in the next couple of days. Prior word will be sent direct to your smart meter. When confirmed, please make sure all appropriate systems are arranged for his arrival. Ask for further details. Sind wir nicht Joel Dent? Wir sind doch Joel Dent, oder? Details if required, but we have high hopes for his individual. You need to test his resolve and to see how strong his heart is and how stable his mind is. You will continue to have Leowards protection and of course your monthly delivery. Hier machen welche Leute Experimente mit uns, oder? Die wussten, dass wir kommen. Die mussten das ja wissen. Sonst hätten sie das nicht aufgeschrieben. Wir sind also Teil eines ziemlich kranken Experimentes geworden mit irgendwelchen Leuten. Hallo? Das heißt, der andere, Brian, war das doch unser Freund? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander gerade, weil die Story habe ich nicht ganz aufgepasst. Das werde ich dann mir nochmal belesen. Hallo, ich würde hier gerne durchkommen. Hier muss doch irgendwas sein. Spiel! So, lass mich doch was finden. Da. Spiel? Hast du eine Idee, was ich hier machen könnte? Spiel keine Spiele mit mir, Spiel. Haha, ich bin eigentlich der Spieler. Aber heute ist mal andersrum. Heute werde ich veräppelt von einem Computerspiel. Ziemlich gute Story bis jetzt auf jeden Fall. Hier sind noch Zettel an der Wand. I'm sorry for harassing you. I won't do it again. Sam, Chris, promise to mess around with your stuff. Okay. Hat die Leute irgendwas aufschreiben lassen? Brian, Chris und Sam. Das sind die drei Schüler, die ihn auf jeden Fall veräppelt haben.
Das ist von Brian geschrieben. Okay, es geht also wirklich darum, dass die gefüttert wurden. Das heißt, es ist nicht mein Kumpel, der monatelang festgehalten wurde und mich irgendwie als Falle nur angelockt hat. Ich sehe kaum was, ey. He never lets you leave. Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Hallo? Was passiert hier? Alter Schwede. Es klingt auf jeden Fall ziemlich eklig. Spiel! Ich würde mich gerne irgendwie bewegen. Ich kann aber nichts machen. Oh Gott. Ja. Ich würde gerne die Tür aufmachen. Senior. Okay, irgendwas erwartet mich jetzt. Irgendwas Grausames. Nur ich habe keine Ahnung was. Ja. Die Sounds sind eindeutig. Hier passiert irgendwas gerade. Aber. Okay, ich kann wieder laufen. Oder? Hey, sobald ich die Tasten drücke, hört mal. Ich drücke jetzt. Komm, Schritte. Okay. Ich sehe. Ich erkenne irgendwie in der Entfernung was. Eine Lampe. Das ist eindeutig eine Lampe. Da liegt irgendwie. Okay. Wir dürfen wieder raus. Okay. Die Lampe ist kaputt gegangen. Das muss ja aber irgendwas sein, oder nicht? Nee, wir wurden einfach nur hier kurz eingesperrt. Und hier ist sonst aber auch nichts, wo wir rauskommen könnten. Das ist so ein umgefallenes Dingsbums. Da ist eine Lampe an sich. Vielleicht kriegen wir irgendwelche Lightbulbs hier. Sorry für die, dass ich gerade ein bisschen ruhig und andächtig war. Ich wollte einfach mal kurz gucken, dass die Atmosphäre auch... Für mich entsprechend. Ich war geflasht. Ich würde gerne die Kerze einfach mitnehmen. Was hältst du denn davon, Spiel? Aber nein, du lässt mich ja nicht. Wir müssen hier irgendwo im Dunkeln was finden können. Man sieht aber wirklich überhaupt nichts. Ich muss mich nur an dem Sound orientieren. Dass hier irgendwas sein könnte, aber... Ich blick gerade nicht durch, weil es einfach so extrem dunkel ist. Ich muss auch gerade gestehen, ich spiel's jetzt gerade nicht in der finstersten Nacht. Sondern eher zum... späten Mittag. Und deswegen sehe ich auch gerade nichts, weil es ist nicht komplette Finsternis. Oh, okay, Spiel, du hast mich. Ich würde gerne den Licht anmachen. Aber es geht nicht. Ich brauche irgendwo eine Glühbirne oder sowas. Wenn ich eine finden würde. Aha, was habe ich denn da jetzt gedrückt? Okay. Es geht tiefer in die Katakomben. Juhu! Ich wette, gleich werden wir gejagt. Das ist immer der Moment in den Katakomben, wo wir von irgendwelchen Kreaturen durch ein Labyrinth gejagt werden. Immer! In jedem scheiß Horrorspiel gibt es ein Labyrinth mit Kreaturen. Okay, hier gibt es Schränke. Nein, Fahrstühle. Alles klar. Ein Fahrstuhl? Unter der Schule? Was ist denn hier los? Es erinnert mich gerade an eine Mischung aus Layers of Fear. Und was habe ich vor einer Weile gespielt? Das müsst ihr euch auch noch reinziehen. Das ist auch ein ganz geiles Spiel gewesen eigentlich. Dieses Motel da. Ich habe vergessen, wie der Name heißt. Wo wir in diesem Hotelzimmer gefangen sind und Rätsel lösen mussten und sowas. Das war ja genauso. Level 1 Integration Security Service Training Workshop Gymnasium. Combat Zone Shooting Range. Medical Bay, Medical Research. Gefängnistrakt 1 bis 6. Technologien, Research und nicht zertifiziert. Abgefahrener Science-Fiction-Scheiß? Wir wurden die ganze Zeit über beobachtet. Von der Ankunft aus an schon. Die ganze Schule wird abgefahren.
Alles klar. Hier sind verschiedene Türen, die alle aber nicht aufmachbar sind. Ein sehr merkwürdiges Spiel, Leute. Da scheißt eine voll in der Dose. Okay, piss dich aus. Piss dich aus, Jürgen. Lass krachen, Alter. Drück die Wurst ab. So richtig schön ins Klo. Jawoll. Lass krachen, Alter. Du schaffst ihn. Der größte Berg aller, aller Scheißen, vor allem aller Zeiten. Nö. Ich wollte jetzt nicht ich beim Scheißen zuhören, oder passiert da irgendwas? Nee, okay. Da ist nix. Die Türen gehen alle nicht auf. Dann versuchen wir es nochmal hier. Vielleicht im Nebenraum. Vielleicht gibt's aber auch hier irgendeine Keycard oder sowas. Hier liegen nur Stifte, Scheiße, Kacke, Pisse, Hurensohn. Kann ich vielleicht das Fenster einschlagen? Nee. Hier ist ein... Ach, da ist ein Handy. Die haben mir die SMS vorgegaukelt, oder was? Oder haben wir mir das Handy abgenommen? Ich kann doch... Aha. Jetzt kann ich... Ah, da vorne, gucken. All five individuals have been monitored for a total of 5 years. By the covered recovery team, the individuals have been observed for outstanding attributes. Each candidate has shown... Blablabla, strength, family. Frederick, Jeff, Gabriel, Malte und Joel Dent. Aber Joel bin ich doch, oder nicht? Failed, Malte failed. Die sind alle gefailed. Ich bin noch am Test. Leadership, final stage of assessment, in a test of loyalty and mental disability. It's the most vital of all three stages. It will be loyalty with friends and show how far they will go to save them or even sacrifice them for one's own welfare. This test. Die haben uns wirklich von Anfang an in eine Falle gelockt. Komplett. Die ganzen SMS waren alle gelogen. Die haben jeden einzelnen reingeholt und getan, als würden wir hier um unser Leben kämpfen. Und im Prinzip nur einzelne Menschen getestet. Aber warum? Zu welchem Zweck? Ach, jetzt kann ich da mal gucken. Personal File. Joel Dent serves 12 years in US Marine Corps Special Forces as a captain before being discharged for head trauma while on duty. He came to Leo Ware's attention after receiving the highest commendation of Medal of Honor. Bravery Vader, blah blah blah, Joel's two fans, Mike Chipwell and Philly, genau. Still, the usual route has been followed in which of one friend's mobile phones has been cloned, so incoming and outgoing message can be intercepted and sent. Complete voice, imitation, software, everything is greenlight and we are waiting its arrival within the next 24 hours. Ja, wie ich schon gesagt hatte, die haben uns komplett verarscht. Von Anfang bis Ende. Das war alles nur geplante Scheiße. Alter Schwede. Ja, das nenne ich mal definitiv heftig. Aber uns ist ja im Prinzip nichts passiert. Das war ja alles nur ein Test. Es ist ja aktuell niemand zu Schaden gekommen. Außer ich vielleicht, wenn ich durch die Gasmaske scheiße da, durch die Gasscheiße da renne oder durch den Strom. Kann ich denn jetzt hier irgendwie weiterkommen? Oder ist das Spiel hier zu Ende? Ich gehe nicht aus. Ach, ich kann den Fahrstuhl rufen. Haha, nachdem ich Testsachen gelesen habe, kann ich natürlich den Fahrstuhl rufen. So, dann warten wir mal auf das gute Fahrstühlchen. Ich habe ehrlich gesagt vermutet, dass da jetzt jemand steht. Aber wir sind die ganzen Spiele über noch nicht eine Person. Okay, ich habe mich getäuscht. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine Person. Ich kann mich nämlich nicht bewegen. Ich kann nur gucken. Safri, du! Badam, badabadam. Badam, badabadam. Da hat jemand erstmal schön seine Drums geübt. So, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich jetzt durch die Tür durchschreiten. Uah! Alles klar? Okay, ja, mach Krach! Okay. Wir werden vergast. Oder was? Oder ist das nur ein Schläfern? Wofür war die ganze Aktion jetzt? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Warum machen die so einen Test mit uns auf so abstrakte und kranke Art und Weise? Wenn das Spiel jetzt zu Ende ist, lässt es uns einfach mal zurück. 2 Monate später!
Oh, da vergeht aber Zeit, du. In 2 Monaten, da haben sich schon ein paar geheiratet und wieder getrennt, ey. Das will ich jetzt wissen. Was ist in 2 Monaten passiert? Wir sind immer noch da bei denen eingesperrt. 2 fucking Monate lang. Level 8. Social bla bla. Joel Dent, ja. Status bla bla bla. Wir liegen hier auf dem Bett. Das sind wir, das ist unser Gehirn. Patient Joel Dent, Status. Oh, Koma. Currently in stable condition. Da liegt irgendwelche Medizinscheiße. Sozial-kognitive Neurowissenschaften. Was machen wir jetzt hier? Ich würde ja gerne jetzt irgendwas machen. Aber jetzt liegen wir erstmal nur hier rum. Hallo Spiel! Lass mich hier raus! Ich hab da keinen Bock drauf. Ich klicke einfach mal wild rumher. Drück alle möglichen Tasten, die im Spiel funktionsfähig sind. Nee, wir können nichts drücken. Ich könnte höchstens ein bisschen. Siehst du das? Wenn ich laufe. Ah, ich höre Menschen reden. Wenn ich laufe, kann ich ein bisschen nicht erheben. Jetzt falle ich wieder runter. Okay. Alter Schwede, das klingt voll gruselig. Ist jemand unter Wasser? Oh, es ist räudig. Alles klar. Oder auch nicht. Eher unklar gerade. Ich stehe gerade ein bisschen. Hör zu. Okay. Hä? Die lassen uns hier einfach so zurück. Nee, nee, nee. Das könnt ihr doch nicht machen, Alter. Was denn da los? Du bist gemein, das Spiel. Ja, Peng! Load Game, Option, quit, deine Mutti, Alter. Ich muss ja sagen, das Spiel hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist leicht rätsellastig, aber nicht zu komplex. Also im Prinzip sehr einfach, sogar wenn ein Idiot wie ich meistens alles beim ersten Mal hinkriegt. Größtenteils eigentlich eher suchlastig. Es sind nicht mal wirklich harte Rätsel, sondern eher so, lauf zurück, kombiniere so 2, 3 Sachen mal so ein bisschen durch und das war's dann aber auch. Die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen, weil man immer nie wusste, kommt da jetzt noch eine Verfolgungsjagdsequenz, kommt da nichts. Hab immer die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt dann irgendwann so eine Hector-Chose. Die Frage ist natürlich bloß, war jetzt alles simuliert? Diese komischen kleinen, ich nenn's mal, Haustierchen, die er da hatte, diese kleinen Viecher, die immer um die Kicke gelunzt haben, war das alles nur irgendwie unter Drogen gesetzte Spezialsachen? Warum wurden wir da hingelotst? Warum wurden wir so lange beobachtet? Was für einen Zweck hatte das alles? Man hat zwar gesehen, dass wir beobachtet wurden und getestet wurden für irgendwelche Sachen, Freunde und bla bla bla, aber war es alles wirklich nur des Experimentes wegen oder gab es da irgendwas Spezielles? Wollten die das vielleicht so irgendwas ausbilden oder waren es einfach nur verrückte Wissenschaftler, die irgendwie neurochemische Wissenschaften ausprobieren wollten an irgendwelchen Leuten, die gerade zufällig da sind. Alles merkwürdig. Schreibt mal eure Meinung zum Spiel unten in die Kommentare. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen? Das Ende, wie fandet ihr es? Hat mich alles, wie gesagt, so ein bisschen an das eine Spiel erinnert. Ich hab vergessen, wie das heißt. Bla, The Room, nee, The Quest, The Hotel. Ich hab keine Ahnung, mehr ist mir egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei weiteren Projekten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ansonsten, Kritik ist immer gern gesehen.
Wir sehen uns dann beim nächsten Part oder im nächsten Spiel, liebe Leute. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Wie gesagt, ab dem 17.05. geht es dann regelmäßig weiter. Und wenn das Internet auch dann passt, sogar mit Livestreams. Dann werden wir zusammen live Horrorspiele Let's Play One. Da freue ich mich auf euch. Oder vielleicht auch gemeinsame Community-Sachen machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Es wird dann immer spontan Livestreams stattfinden. Aber dazu später mal mehr, wenn es dann soweit ist. Aber auf den 17.05. geht es mit den eigentlichen Projekten wie Silent Hill, Undertale und so weiter, damit die Lücken halt nicht so groß sind ab dann. Aktuell ist alles noch so ein bisschen experimentell. Macht mir aber sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Mal ein bisschen ungezwungener wieder aufzunehmen. Das Internet hält mich ja vom Internet fern. Also dann, Leute, egal. Tschüssikowski. Bla 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 bla.